Da stieg ein Baum. O reine Übersteigung! O Orpheus singt, o hoher Baum im Ohr! Und alles schwieg. Doch selbst in der Verschweigung ging neuer Anfang, Wink und Wandlung vor. Tiere aus Stille drangen aus dem klaren, gelösten Wald, von Lager und Genist, und da ergab sich, daß sie nicht aus List und nicht aus Angst in sich so leise waren, sondern aus Hören. Brüllen, Schreigeröhr schien klein in ihren Herzen, und wo eben kaum eine Hütte war, dies zu empfangen, ein Unterschlupf aus dunkelstem Verlangen, mit einem Zugang, dessen Pfosten beben. Da schufst du ihnen Tempel im Gehör. Da stieg ein Baum, o reine Übersteigung, o Orpheus singt, o hoher Baum im Ohr. Orpheus ist nicht nur als der Reisende ins Totenreich bekannt, wo er daran scheitert, seine Frau wieder unter die Lebenden zu bringen. Er ist auch der begnadete Sänger, dessen Musik magische Wirkung auf den Hörer hat. Hier wird diese magische Wirkung beschrieben, als wüchse sein Gesang wie ein Baum durch das Ohr des Hörers in diesen hinein. Und alles schwieg. Doch selbst in der Verschweigung ging neuer Anfang, Wink und Wandlung vor. Alles schweigt, um zu hören. Und dieses Schweigen, eigentlich ein Nichtstun, verändert jeden, der davon befallen ist. Tiere aus Stille drangen aus dem klaren, gelösten Wald von Lager und Genist. Die Tiere lauschen dem Gesang, und die Behutsamkeit, mit der sie sich der Quelle des Gesangs nähern, lässt sie geradezu selbst aus Stille bestehend erscheinen. Das sonst undurchdringliche Dickicht eines ursprünglichen Waldes löst sich, und der Wald wirkt klar. Und da ergab sich, daß sie nicht aus List und nicht aus Angst in sich so leise waren, sondern aus Hören. Das ist die Überlebensstrategie im Tierreich, aus Angst vor dem Fressfeind oder aus List der Beute gegenüber leise zu sein. Stattdessen sind die Tiere in sich so leise, was eine in sich gekehrte Stille ist, um sich ganz dem Hören zu widmen. Brüllen, Schrei, Geröhr schien klein in ihren Herzen. Gebrüll und Geschrei ist das, was ein Tier akustisch groß macht. Aber gegenüber den Tönen dieses Sängers erscheinen sogar den Tieren ihre sonst üblichen Imponierlaute geradezu lächerlich. Und wo eben kaum eine Hütte war, dies zu empfangen, ein Unterschlupf aus dunkelstem Verlangen mit einem Zugang, dessen Pfosten beben. Damit ist nicht nur das Ohr, sondern auch der aufnehmende Geist gemeint, der bei einem Tier nur aus Trieb und Instinkt zu bestehen scheint. Da schufst du ihnen Tempel im Gehör. Orpheus vermittelt mit seinem Gesang sogar den Tieren, dass die Aufnahme eines Kunstwerkes einem Gottesdienst nahe kommt. Das aufnehmende Ohr wird von daher zum Tempel. Die leicht zu erschütternden, bebenden Pfosten werden zu Marmor.